Axel Kruse, es gab die Kritik daran, dass in dieser Zeit eine Art Ausverkauf Ost geherrscht hat in Fußball-Deutschland. Gehen Sie damit konform? Ja klar, also die Mauer war auf, viele Spieler wollten in die Bundesliga, ist ganz klar. Und ich kann ja hier mal was erzählen, Hansa Rostock ist ja dann der nächste oder letzte DDR-Meister geworden. Wisst ihr, warum das so war? Jetzt kommt. Ist kein Spaß. Hertha BSC hat damals für mich, ich war ja gesperrt hier durch die FIFA, dann ist die Mauer aufgegangen, dann hat der Ostdeutsche Fußballverband gesagt, okay, wir könnten verhandeln, gegen eine Ablösesumme könnte ja, der Kruse sofort spielen. Dann sind wir da hingefahren, am 20. Dezember 1989, sind da hingefahren nach Rostock, ich musste mit, das war eine Bedingung, und dann hat Hertha BSC damals 350.000 Mark bezahlt, die Hansa Rostock zwischen Weihnachten und Neujahr 89 in bar abgeholt hat. Und dann konnte Hansa Rostock den Spielern Westgeld bezahlen. Deswegen ist von Hansa Rostock kein einziger Spieler weggegangen zu dem Zeitpunkt, weil sie natürlich Westgeld gekriegt haben. Aber die anderen Mannschaften, Dynamo Dresden, BFC Dynamo, die hatten kein Westgeld. Und da wollte natürlich jeder, wollte, wie hat man am Osten gesagt, die bunten haben. Nicht alle das Ostgeld. Wollten keiner wollte mehr die Alu-Chips. Ja, Hansa Rostock konnte die Mannschaft halten. Also die sind zusammengeblieben. Aber BFC Dynamo, Dynamo Dresden, sind die Spieler natürlich alle weggegangen.